YouTube, was geht ab, Digga? Barello, einer der Älteren von Michel, stellt Mois, einer der Älteren von Nathan, unangenehme Fragen, Digga, ne? Ich bin mehr als gespannt, was Barello Mois für unangenehme Fragen stellen wird. Mann, Digga, wenn das nicht abgesprochen ist, er wird niemals fragen, wo es spenden geht. Doch, 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 ich glaube schon. Ja, okay, okay, komm, wir gucken. Barello kick Bad, ja, Menjek! Es wird langsam, es wird. Noch ein Video mit Mois, Leute. Ich habe gesehen, das letzte Video, was ich gedreht habe mit Mois, kam sehr gut an und die hatte sehr viele. Ja, es kam gut an, weil alle dachten, die haben da das große Statement zu hören. Aber irgendwie war das nicht das große Statement, sondern irgendwie der große Reinfall, Digga, am Ende des Tages. Ne? Und deswegen beantworten wir ein paar Fragen von euch. Die drei unsympathischsten Kandidaten, die im Internet existieren. Das ist schon traurig, dass wir so weit gekommen sind, dass Leute so über uns denken. Wegen, eigentlich schon, Allah. Ah, wegen Nebil und Dings. Zum Arm. Mois, ich hatte tagelang Durchfall. Barello, boah, stark. Trifft sich einer der Krebs vor euch, ein Dieb und ein Soziopath? Was ist das? Soziopath? Im Interview, das hört sich doch schon gut als Vorlage für einen guten Witz an. Ich weiß, dass viele gedacht haben, warum kommt so ein wichtiges Statement auf dem Kanal von Barello? Weißt du, ja. So. Und gewisse Herren meinten so, was für Hype und so, was labert, das wird, den guckt doch niemand an. Und ich habe nichts mit dir eigentlich zu tun. Verstehst du, ich meine, das heißt, du hast einen neuen YouTube-Kanal geöffnet, genau. Der hat 10 Abonnenten. Dann komme ich quasi und lade auf deinen Kanal ein Video hoch und das macht fast 500.000 Klicks. Genau. Ist das? Ja, weil die Leute wissen wollten, was mit den Spendengeldern passiert ist, nicht weil das irgendwie einfach so ein krasses Video war, Digga, ne? Ich sag besser nichts. Gut. Ich glaube, es hat geschmeckt. Ich schwöre, natürlich, mehr als geschmeckt. Was macht man mit 200.000, 300.000 Klicks auf YouTube? Wie viel Geld? Bruder, da waren 3.000 Euro schon, ne? Oh. 3.000, Digga, schmeckt wirklich, Digga, ja? Das Ding ist, wenn du bei YouTube Klicks machst, vor allem bei so einem langen Video, dann knallt es halt richtig gut rein, ne? Ja. Oh, siehst du, schau mal, das ist der Erste, der zugibt, dass er mit 300-400k so 3k gemacht hat. Ja. So Klicks. Stellt euch vor, die Leute, die jetzt so wochenlang Videos gemacht haben, die jetzt so einen auf, die hassen mich. Kalas, du hast mich noch nie gesehen, du denkst so, keine Ahnung, Bruder, ich kann fliegen oder so, ich weiß es nicht. Aber die machen doch Geld. Bruder, die ernähren ihre Familie mit dir, Wallah. Ja. Warum sagen die nicht einmal so, Alhamdulillah? Oder danke zu dir. Wallah, nein, du musst mir nicht Danke sagen. Also, ich freut mich, dass du 3000 Euro gemacht hast. Danke dir. Ich dachte mir, wenn das auf Barellos Kanal kommt. Digga, das ist so krass gerade schon wieder, Digga, ehrlich. Da stimmen schon wieder ein paar Sachen. Bruder, ja, danke dir. Danke dir, Scream. Und dann ist das doch lustig. Jeder dachte, hey, wann kommt Video, wann kommt Video, wann kommt Video? Und dann so auf Barellos Kanal. Und dann auf meinen Kanal machen mehr Klicks als keine Ahnung was. Ja, Leute, das ist schon safe. Deswegen auf Barellos Kanal. Er hat da ein bisschen Gesicht in seinem Koks. Ich war traurig, dass ich älter werde. Ich sah so aus davor, dann so. Dann war ganz schlimm, dann sah ich so aus. Ich habe irgendwie mein Gesicht nicht mehr gesehen. Dann hat so ein Kollege gesagt, ich habe sauberes Koks. Probier, wenn du willst. Ich habe mein Gesicht nicht mehr gesehen. Das ist keine Story aus dem Palana-Garten, Digga. Ich, werde, ich sah so aus davor, dann so. Dann war ganz schlimm, dann sah ich so aus. Ich hab mein Gesicht nicht mehr gesehen. Ich hab irgendwie mein Gesicht nicht mehr gesehen. Ach so. Gesehen. Ja, er meint das ja, nicht. Ja, check. Da hat so ein Kollege gesagt, ich hab sauberes Koks. Probier, wenn du willst. Ich hab gehört, es ist gut für deine Haut. Seitdem. Seitdem so, ich bin 10 Jahre jünger. Frauen rasten aus. Die sagen, Digga, was ist das? Wie ist das so sauber? Und ich sag, ja. Frauen rasten aus? Ist ja klar, vom Ich dachte auch, er hat Frauen so, Digga. Wie Frauen rasten aus? Ich dachte, er ist verheiratet und dachte so. Auch. Und da stimmen die Gerüchte mit San Diego, weil das gibt ja in Gerüchte, Digga, anscheinend San Diego, aber das glaube ich auch nicht irgendwie, weißt du. Mit Spendengeldern. Columbia Pictures. Schon sexy sieht aus, nicht, ja. Ist ja nur Homo, Alter. Mois ist der Inbegriff eines Narzissten, alter Schwede. Die Leute sind im Internet auch irgendwie so, das sind alles Profis, das sind Psychologen. Wenn du so eine Hose anziehst, die nicht jeder anzieht, Schuhe, die nicht jeder anzieht und so ein bisschen. Pass auf, jeder zieht eine Cargo an und jeder zieht auch so Doc Martens, hab ich auch schon. Drip Minister, Drip Harder. Jeder zieht das an. Wenn du Haare gemacht hast. Ja. Und du machst so in Kamera so ein bisschen, weil du dich selber ein bisschen schön
findest. Ja, vielleicht. Ja, ja. Was ja nicht schlimm ist, weil ja, natürlich. Soll ich mich so. So ins Gesicht laufen, was ich gesagt. Man denkt, ja, okay, subhanallah, ich habe ein bisschen trainiert und so, geil, Alter, ist cool. Dann geht man raus und denkt, ja, schönes Wetter heute. Und dann gibt es immer einen, der sagt, du beschissener Narzisst, du siehst einfach so gut aus, wenn du in die Sonne schaust. Was? Es tut mir leid, dass ich den Körper, den mir Allah gegeben hat, liebe. Ich muss eine Sache ehrlich zugeben, wenn das narzisstisch ist, dass ich jeden Morgen so auf mein Sixpack schaue, dann bin ich gerne ein Narzisst. Es tut mir leid! Digga! Warum reduziert er jetzt seinen Narzissmus auf seinen Körper, Digga? Ja, das ist auch ein bisschen komisch. Meint ihr das ernst jetzt, Digga? Bruder, es geht doch um Sachen, die er gemacht hat mit Maestro, mit seinem Kameramann, mit wem nicht, Digga, ne? Darum geht's, Digga. Nicht um seinen Körper, Digga. Keiner sagt, dass sein Körper, keine Ahnung was ist. Also, man sieht ja, dass er immer sehr schnell abnimmt irgendwie, ne? Aber sonst, ey, seine Leute sagen, niemand sagt was dazu. Ich liebe das, was Gott mir gegeben hat. Stark, voilà stark, voilà stark, Leute. Nebel klaut er seine Mikros, als Dank versucht er ihn bei der Lüge zu erwischen, krass peinlich. Dann noch Barello, cringe sein Vater, okay? Du hast auf jeden Fall recht. Es war genau so, Nabil hat das Mikrofon geklaut, dann hat er 2 Ferraris geklaut, dann ist er 4 Jahre später zurückgekommen und meinte, hey Bruder, du brauchst ja auf YouTube Leute aus deinem früheren Umkreis, die jetzt bestätigen, dass du kein Bastard bist. Ich könnte es übernehmen, wenn du mir verzeihst, dass ich dein Lambo und ein Mike geklaut habe. Genau deswegen ist er hier gesessen und es ist unglaublich, wie du da drauf gekommen bist. Bitte lass mich dich einstellen als Privatdetektiv. Da stand auch irgendwas mit noch Barello, cringe dein Vater. Was sagst du dazu? Ja, ich wollte dazu nichts sagen, aber sie versuchen dir gar keinen Hack zu geben. Ja, Wallah. So einfach, du bist für die einfach. Ja, Wallah, ja. Du bist gar nicht da. Gar nicht da. So 10.000 Leute schauen zu und ist das, aber du bist so Gabez Barello. Aber die kommt so zu Fantreff und so. Hey, dein Foto, aber dann so Gabez Barello. Bei mir schreibst du, du bist voll tief gesunken, du bist mit Barello. Achso, diese Leute von früher sind richtige Ehrenmänner. Es hat sich herausgestellt, dass sie alle Ehrenmänner sind und keine psychischen Schäden haben und nicht so auf Dings springen, ne? Moment, kurz Pause, Floyd ruft an. Floyd, Digga, ihm geht's nicht gut, Digga, offiziell, Digga. Muss von Anfang an, dieses Video ist, da... Die haben das ist zu krass, Digga, ehrlich, zu extrem. Nicht mal eine Tasse im Schrank, 100%. Ich weiß wenigstens, wer ich bin. Aber ja. Ohne Spaß, ich glaube, Barello versteht nicht mal immer die Fragen, die er vorliest, Digga, no cap, ne? Ja, das auch. Wer ich bin. Und er hat minimum ein paar Wochen lang Angst bekommen, dass er gegen mich kämpfen muss. Und ich habe ja nicht gesagt, dass ich nicht gegen ihn kämpfen werde. Aber wie kamst du mit denen in Kontakt? Das interessiert mich wirklich gerade. Ja, Wallahi, sein Manager selber kam. Weil er wollte ja in jedem Land. Warum ist er nicht zustande gekommen? Das wollte ich auch immer fragen. Weil der Typ, der für uns den Kampf geklärt hat, der Sponsoring sammelt, 8 Millionen Euro hat der Kampf gekostet. 8 Millionen Euro mussten wir dann sammeln. Floyd hätte... Doch, 8 Millionen, Digga. Bekomme 8 Millionen zusammen für einen Kampf, Digga. Eigentlich, das lohnt sich gar nicht, ne? Es lohnt sich 0,0%, Digga, ne? Weil du kannst diese 8 Millionen nicht reinspielen, glaube ich. Ich hätte 8 Millionen Euro bekommen und ich wollte nicht mal 100.000. Ich habe von meiner ganzen Gage, Floyd. Und Leute haben unterschrieben. Und ich war ja in dieser Immobilienbranche. Ja. Der Typ hat das alles geklärt, quasi. Das waren so... Bitcoin-Leute aus Dubai, kennst du diese Leute, die viel Geld machen mit Dubai-Scheiße? Ja. Da waren viele solche, die haben unterschrieben und dann ist ja dieser Ersan vom VI GmbH in den Knast. Weiß ich nicht, Digga, ob 8 Millionen, Digga, 8 Millionen, Digga, du musst dir diese Summe erstmal vorstellen, Digga. Oder 8 Millionen für einen Kampf, Bro? Also für Floyd Gage, ne? Der ist ja, da wo ich gearbeitet habe, ist jetzt ja der Typ in den Knast gegangen. Und da war auch in Zeitung überall und so. Und deswegen kamen die Sponsoren weg. Krass! Und Floyd hat theoretisch noch immer Bock zu kämpfen, aber wir brauchen jetzt 8 Millionen Euro. Mann, das wird niemals zustande kommen, ehrlich. Das ist zu unrealistisch, ja? Das ist zu krass. Zu weit hergeholt, Digga. Bruder, 8 Millionen Euro will Floyd Mayweather, damit er gegen Moyes kämpft, Bruder. Mann, glaubst du ihm das schon wieder? Hä? Nein, aber das, die Summe kann wirklich sein. Das kann ich mir vorstellen, Digga. Egal, was Mois sagt, das stimmt. Ich glaube nicht. Aber dass die kämpfen und so, Digga, das wird niemals klappen. Ich glaube, Mois lügt. Wenn jetzt Deutschland aufgehört hätte, Scheiße zu labern und darüber, ob ich ein BMW oder Mercedes gefickt habe, dann würden sie... Oh, Digga, Mois versucht das immer zu relativieren, Digga. Ne? Als hätte er nichts Schlimmes gemacht.
Das ist ekelhaft, muss man sagen. Mich vielleicht in Ruhe lassen, damit ich 8 Millionen Euro sammeln kann für Floyd. Ja, wallah. Aber weißt du, ich meine, ich beginne, ich sage, hey, ich arbeite bei 4 Broad Channel. Aber 8 Millionen verdienen, ne? Also da muss er ja auch erstmal über 16 Millionen Euro um... Bruder, er müsste über 20 Millionen Euro umsetzen, Digga, damit er diese 8 Millionen überhaupt zahlen kann, Digga, ne? Also du glaubst ihn immer noch? Nein, nein, aber ich meine ja, Digga, Bruder, das ist... Ja, so wie er denkt, Digga, es wird nicht klappen, leider, Bro. Scheiße, Mann. Kann für Floyd. Ja, wallah. Aber weißt du, ich meine, ich beginne, ich sage, hey, ich arbeite bei 4 Broad Channel. Und hey, hey, Mäuser, da, das und das. Versprochen, Digga. Real Knacks. Wow. Oh, wow. Deine sagt wow. Natürlich so Sponsor-Clan. Ja, ja. Und das geht denen eigentlich darum, dass ich nicht gegen Floyd kämpfe. So Alter. Sachen sind das. Aber jetzt wird jemand sagen, als ob Floyd überhaupt weiß, wer du... Dein Vater wusste nicht mal, dass er dich zeugt, bevor du gezeugt wurdest. Okay. Immer auf Vater gehen, das ist ja neu bei Mäus. Okay. Warum? Warum immer die armen Väter? Der absolute Ehrlich? Tiefpunkt. Punkt. Mhm. Lockigen. Ich finde solche am süßesten. Wer jetzt zum Beispiel hier, siehst du sein Profilbild? Der Hotelzimmer zu und Licht wäre aus und ich wäre ein bisschen betrunken und auf Joints. Dann würde ich ihn verwechseln und das wäre nicht homosexuell. Digga, ey, Mann, Alter, sehr cringes Gerede da, Digga. Mann, doch, ich will ihn verwechseln, das wäre nicht homosexuell, Alter. Moins will auch Männer wegmachen. No. Deswegen lade ich auch gern solche Menschen, wo ich nicht verstehe, was er meint. Was ist denn der absolute Tiefpunkt? Ich weiß nicht mal, wer der Mensch ist, aber wenn du gerne mit mir reden willst, weil du vielleicht Aufmerksamkeit gern kriegen würdest, ich bin für junge Künstler gerne da, wie für diesen Herrn hier, wenn du ihn als einen Tiefpunkt siehst. Dann muss ich wirklich sagen, der ist, glaube ich, 2 Meter irgendwie. Ich weiß nicht, wie tief der Punkt ist, aber komm gerne vorbei und besprich mit uns, wie tief der Punkt ist. Dann können wir auch gerne deine Fragen beantworten. In dem Sinne, glaube wir müssen weiter Patte machen. Leute? Salam alaikum. Alaikum salam. Bruder, ja. Ein paar auf die Rede. Was sind abschließend deine Ziele für dieses Jahr auf YouTube? Inshallah, dieses Jahr 100.000, das ist mein Ziel, ja. 100.000 Abonnente? Genau. Boah, 100.000, wie viel hat der? 29. Boah, schwer, ja. Schwer. 100.000, das wäre wirklich mein Traum. Ich sag dir ehrlich, bis September, glaube ich. Boah. Nee. Boah, schwer, Digga. Boah. Bis September, Junge. Inshallah. Boah, was machen wir? Ehre, Mann. Bruder, wie cringe, Digga, irgendwie. Ich weiß nicht. Doch, jemand hat's. Doch, komm mal, da siehst du nichts, du brauchst nicht zurück, Digga, Digga, der ist echt durch, muss man sagen. Hallo, ja, zum Zauberspell. Ihr merkt selber, Digga, Mois geht's auf jeden Fall nicht so gut, ehrlich. Muss man sagen, bei aller Liebe. Ich hab doch gesagt, die werden nicht. Das ist kein. Mit Barello und ja, Mois. Natürlich, ist doch klar, Digga. Nein, du hast gesagt, der wird Fragespendengelder. Hä? Achso, nee, hat ja, er. Ja, das wollte ich sagen. Ja, aber Digga, das ist doch Quatschen, die beiden, ehrlich. Ach, seine verrückte Kombi.